Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarben.com. Ich bin mal gespannt, ob das hier so funktioniert. Ich habe mir eine provisorische Kamerahaltung hier in das Gehege gebaut. Falls es zwischendurch verrutscht, seht es mir bitte nach. Aber der Plan ist heute, euch einfach mal den Alltag in Bezug auf, ja, es wird sich beschränken im Großen und Ganzen auf dieses Abteil, aber so den Alltag als gewerblicher Wachtelhalter zu zeigen. Jetzt geht es darum, hier auszumisten. Ihr kennt das Abteil, hier sitzen meine Junghennen drin. Die Einstreu an sich, ich kann es euch zeigen, die ist trocken. Da stinkt nichts, da klebt nichts. Trotzdem möchte ich sie jetzt austauschen, weil es wird nicht weniger. Ja, und da gehört so ein bisschen was dazu. Vorab Eier absammeln. Ich dachte schon, ich bin fertig. Habe ich gerade eben getan. Das sind immer die Eier, die abends am späteren Abend noch gelegt werden. Aber sicher, ich mache das grundsätzlich jeden Tag vormittags. Sammle ich die Eier vom Vortag nochmal ab. Und ja, dann heißt es hier Verstecke und Einrichtung ausräumen und ausmisten. Da ich das Ganze ja outgesourced habe, kommt erschwerend hinzu, dass ich den Mist auf eine Schubkarre mache. Von der Schubkarre auf einen Anhänger und mit dem Anhänger fahre ich dann nach Hause. Das werde ich euch ersparen. Ja, einige Wachteln machen hier Flugübungen. Ich hoffe, dass sie hier nicht gegen die Kamera fliegen. Also, los geht's! So, für euch hier extra schnell gemacht, soweit alles raus. Ich zeige euch das gleich mal.
Ja, ihr seht, der blanke USB-Boden, ein paar Kackerhaufen sind jetzt drauf. Das ist kein Thema, das wird durch die Einstreu wieder aufgenommen. Ihr seht, soweit sauber. Warum habe ich keinen Besen genommen? Es staubt mächtig. Ja, und so reicht das völlig aus. Ihr habt es gesehen, der Schneeschieber leistet wirklich hervorragende Dienste, wenn man eine gerade größere Fläche ausmisten muss. Jetzt wird eingestreut und da sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe natürlich weiterhin, dass das hält, wenn ich abstürze, dienen der allgemeinen Belustigung. In Ermangelung von Rapsstrohhäcksel, hier nicht ohne weiteres zu kriegen, aber ich habe eine Palette bestellt, nehme ich diesmal Hobelspäne, hat mir ein Nachbar hier vorbeigebracht, der hat die immer für seine Kaninchen benutzt und hat jetzt aber mit der Kaninchenhaltung aufgehört. Und ja, bevor man es verkommen lässt, also ihr seht, die sind sehr schön groß. Ich brauche ja immer noch etwas, was Struktur in die Einstreu bringt. Und dafür nehme ich jetzt diese Hobelspäne. Wird zwar dafür sorgen, dass ich schneller wieder ausmisten muss, aber ohne Rapsstrohhäcksel oder ohne irgendeine Grundlage bringt es nichts. Und ich bringe ja im Nachgang dann nochmal Dinkeleinstreu mit drauf. Ihr seht, Hobelspäne sehen immer am schönsten und am saubersten aus. Leider ist die Saugwirkung nicht so, wie ich sie brauche, bei einer größeren Anzahl Tiere, die sich ja auch immer wieder in den Ecken sammeln. Und von daher kommt jetzt noch Dinkeleinstreu drauf. Also, das ist jetzt hier nur die Basis, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Normalerweise nehme ich pro Quadratmeter ungefähr 1,5 Kilo Rapsstrohhäcksel und dann kommt noch mal ungefähr 1 bis 1,5 Kilo Dinkeleinstreu pro Quadratmeter dazu. So, das ist ein 15 Kilo Sack Dinkeleinstreu. In pelletierter Form enorm saugfähig. Also ich habe bisher noch nichts gefunden, das saugfähiger ist. Hanfeinstreu schwört der ein oder andere drauf. Aber ich kann euch sagen, Hanfeinstreu hat ein riesiges Problem, weil es bildet sich mit der Zeit überall Staub. Ja, also ich bringe jetzt diese Dinkeleinstreu, die in dieser Form ist, hier mit drauf, das werfe ich einfach so in die Fläche und ja, habe dann, jetzt muss ich testen, wie gut das wird mit den Hobelspänen, aber ich kann euch sagen, die Einstreu, die ich gerade rausgenommen habe, war tatsächlich 6 Wochen lang hier drin, auf Holzboden, ihr habt es gesehen, keine feuchten Stellen im Holz, keine Geruchsbelästigung, die Einstreu komplett trocken. Deshalb immer ein Grundmaterial, wo ich normalerweise Rapsstrohhäcksel für nehme, einbringen, dass das Ganze belüftet und lockert. Und dann natürlich ein Material, das megamäßig saugt. Und das ist bei mir die Dinkeleinstreu. Also los geht's. Alles wieder schick und sauber. Die pelletierte Dinkeleinstreu hat noch einen weiteren Vorteil. Durch das Eigengewicht bleibt
die Einstreu liegen. Also, wer Hanfeinstreu benutzt, kennt das oftmals. Wacht den Fang an zu flattern, Einstreu weg an der Stelle. Ja, und das verhindere ich hier tatsächlich durch die Dinkeleinstreu, die halt an Ort und Stelle bleibt und die auch das Strukturmaterial, sprich die Hobelspäne, an Ort und Stelle hält. Ja, wie kriegt man das dann schlussendlich hin, dass die Einstreu relativ lange drin bleiben kann? Natürlich muss man irgendwann ein Auge dafür entwickeln, auch eine Nase. Und misten heißt nicht immer zwangsläufig ausmisten, sondern misten meint auch die Einstreu bewegen, umschichten. Die Stellen, die mehr genutzt werden wie die Ecken, die Einstreu rausholen, mehr zur Mitte bringen, die Einstreu von der Mitte, die weniger genutzt wird, in die Ecken bringen. Faktisch immer wieder mal so eine leichte Verteilung, das untere nach oben bringen, das obere nach unten bringen und man merkt dann relativ schnell, es bleibt alles trocken, das heißt keine Chance für Keimbildung. Es stinkt nicht, es ist nicht eklig, dieses Ausmisten, also man kann die Einstreu dann auch anfassen und ja, schlussendlich spart natürlich der gewerbliche Halter dadurch zum einen Geld, zum anderen Zeit, aber Zeit ist auch Geld. Aber auch für den kleineren Hobbyhalter ist es natürlich ein Thema, wenn man nicht so oft ausmisten muss, weil es geht nicht nur um das Geld, das man braucht, um wieder neu einzumisten oder um wieder neu einzustreuen, sondern schlussendlich muss man sich die Frage stellen, wohin damit? Ich habe jetzt hier 10 Quadratmeter. Das, was ich rausgebracht habe, waren, glaube ich, locker 4 Schubkernladungen voll. Das ist nicht mal einfach eine Kleinigkeit, die man in eine Biotonne gibt, sondern ja, da ist die Biotonne dann schon 2-mal voll. Das war der erste Teil des Tages. Ich stelle gleich die Einrichtung hier wieder rein, damit die Damen dann auch ein bisschen unterziehen können, wieder alles beim Alten bleibt. Ich bin kein Freund von Umdekorieren und Umgestalten. Wachteln sind sehr revierbezogene Tiere, die sich dann doch sehr darauf fixieren, wie ihr Revier und ihre Umgebung aussieht. Und von daher stelle ich alles wieder so rein, wie es war, so ungefähr, damit das hier auch nicht dazu führt, dass die Legeleistung dann erstmal zurückgeht. Die Hoffnung ist ja, bei neuer Einstreu, und der ein oder andere wird das gemerkt haben, der Duft, der Geruch ist ein ganz anderer, die Wachteln sind ganz anders animiert, kann das unter Umständen dazu führen, dass die Legeleistung hochgeht. Aber das kann ich euch heute Abend sagen, bevor ich die Eier oder ja, wenn ich die Eier absuche, weil auch das gehört zu einem ganz normalen Tag dazu. Die Versorgung der Tiere, die ich in der Regel abends mache, also so, dass man wirklich sagen kann, 1,5 Tage könnte man im Notfall ohne eine zusätzliche Futter- und Wasserversorgung hier hinkommen. Und ja, natürlich auch das Eier absammeln und das verpacken. Also sehen wir uns nachher wieder. So, die nächste Episode zum Abend. Eier absuchen. Ich habe gerade eben schon mal reingeschaut. Also es wurde gelegt, ist klar. Nur so zum Vergleich. Vorgestern war hier bei meinen Junghennen der bisherige Rekord mit 62 Eiern. Gestern waren es wieder 50. Nur, dass wir heute mal so eine, so einen Anhalt haben, um zu schauen, ob das Ausmisten irgendetwas beeinflusst hat oder nicht. Alles noch frisch. Gerade eben habe ich von der heutigen Möhrenernte das Möhrengrün reingegeben. Und ja, ein paar Eier sind schon zu sehen. Ich zähle das einfach mal so mit. Klar, in den Ecken. Hier, na, so ist es nicht gedacht, Mäuschen. Können wir schön die Tür hinter mir zumachen. Fünf, nein, da geht es nicht rein. So, jetzt muss ich natürlich hier ein bisschen schauen. Sechs. 7.
auch so der Klassiker. Also die ein oder andere bevorzugt Verstecke. 8, 9. Die Ecken sind natürlich auch immer sehr gefragt. 10, 11. Also es ist nicht ganz so dieses chaotische Suchen, weil die haben natürlich so Bereiche, wenn diese die Eier legen, die man dann kennt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, und dann geht hier das Verlegen los. Also nicht den Verstecker, sondern einfach mal so fallen lassen. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 1 ist hier sogar unter der Tränke. Nicht schön, dass es nass geworden ist. 33, 34. Sonst sind sie ängstlicher. 35. Aber jetzt hier extrem neugierig. Ich stelle die Eier mal da hoch. Mehr sehe ich hier jetzt nicht. Und jetzt schauen wir mal, was dahinter ist. Liegen in der Regel die meisten Eier dahinter. Ja, vielleicht waren die Damen aber heute so ein bisschen abgenervt von dem Ausmisten und neu einstreuen. Wir lassen uns mal überraschen. Na, so viele sind es heute nicht. 37, 38, 39, 40. Falls ich mich verzählt habe, korrigiere ich das natürlich im Video. 41, 42, 43. 45. Tatsächlich nur 45. Das ist jetzt natürlich etwas überraschend. Möglicherweise, wie gesagt, der Stress von dem Ausmisten heute. Einige sind ja doch ganz schön rumgeflogen. Aber gut, jetzt können sie sich ja wieder erholen. Und da das Staubbad vorhin noch voll gemacht. Das heißt, vorhin heute Vormittag, als ich ausgemistet habe, ist es schon wieder komplett leer. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Ja, also, das ist dann die tägliche Eierabzugroutine. Ich werde jetzt noch bei den Brutgruppen, bei den Zuchtgruppen nachschauen, nach den Eiern. Hier ist auch noch eins, ein kleines. 46. Also ich werde bei den Zuchtgruppen noch nach den Eiern schauen, da ich die gerade noch nicht sammle, gehen die mit in die Speiseeier und ja, gleich dann noch die Schlussversorgung, da nehme ich euch dann auch noch mal mit, dass ihr seht, was halt hier so tatsächlich zu tun ist. Das Ausmisten ist natürlich keine tägliche Geschichte. Ich habe euch gesagt, vor 6 Wochen, es muss trotzdem sein. Das heißt, ja, man kriegt das so mit, was zu tun ist. Muss auch jedem bewusst sein. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich hier vormittags eine Kontrolle mache, vormittags die Eier absuche und zum Abend so circa, wie spät haben wir es jetzt? Muss ich mal kurz abstellen. 20.11 Uhr. Also es ist noch etwas zeitig,
die Damen werden noch das eine oder andere Ei legen. Aber so 20.30 Uhr bis 21 Uhr ist dann immer noch so dieser Zeitpunkt, wo ich die Eier absammle. Und wo ich dann natürlich dafür sorge, dass ausreichend Futter und Wasser zur Verfügung steht. Ich mache alles nochmal voll, auch bei den Hähnen. Ganz einfach mit dem Hintergrund, man weiß nie, was kommt, man weiß nie, was passiert. Vielleicht bricht man sich abends noch das Bein, kann morgens nicht zu seinen Wachteln, hat auf die Schnelle vielleicht auch niemanden, der sich kümmern kann. Und von daher ist es immer gut, tatsächlich jeden Abend oder zumindest einmal am Tag dafür zu sorgen, dass genügend Futter und genügend Wasser vorhanden ist, um ja, dass die Tierchen mal anderthalb Tage, vielleicht auch zwei Tage alleine klarkommen könnten. Also gleich nochmal Futter und Wasser und ja, bis gleich. Im Eifer des Gefechtes natürlich vertan mit den Eiern. Die 46 waren die, die ich tatsächlich jetzt abgesammelt habe. Aber ich habe ja heute Morgen schon Eier abgesammelt. Und die müssen natürlich dazu gerechnet werden. Und das waren heute Morgen 12. Ja, da ist dieses eine ganz kleine drin, dass er nicht der Rede wert ist. Aber trotzdem, es ist ein Ei, es ist eine Leistung, die eine Wachte erbracht hat. Also sind wir nicht bei 46, sondern bei 58 Eiern auf 60 Junghennen. Da bin ich ganz zufrieden mit und ja, also gleich nochmal Futter und Wasser. Ja, Wasser und Futter, meine selbstgebaute Tränke, äußerst hilfreich. Was hier natürlich äußerst hilfreich ist, ist dieses wirklich gut entstaubte Futter. Es ist das Bio-Wachtelkorn vom Wachtelshop. Die meisten von euch wissen es, ich schwöre drauf. Es rutscht tatsächlich immer nach und es ist faktisch kein Staub unten drin. Ab und an drehe ich es mal noch so, damit wir es richtig voll machen können. Und ja, das hilft natürlich ungemein, dass dieses Futter so gut entstaubt ist. Das war auch mal anders. Da war es halt immer so, dass Staub unten drin war. Jetzt rutscht es halt optimal nach, was sehr, sehr hilfreich dabei ist, wenn man tatsächlich dann immer nur nachfüllen muss. Auch sowas trägt zu einer Zeitersparnis bei. So mit einer Hand nicht so einfach. Ein bisschen was ist jetzt daneben gegangen. Gut, da werden sich die Damen schon drum kümmern, weil sie denken, das ist was Besonderes, weil sie jetzt da auf der Erde liegt. So, wunderbar. Damit haben wir das Futter nachgefüllt. Tränke mega einfach. Ich mache einfach das Brett oben zur Seite. Kanister auf. Und dann gib ihm. Also hier passen, ich glaube, circa 7 Liter rein. Das reicht für die Hennen auch ja, anderthalb bis zwei Tage. Ich mache es trotzdem immer, wenn ich hier bin, voll. Also zumindest einmal am Tag wird es komplett voll gemacht. Wenn nötig, wird dieser Blumenkasten hier rausgenommen, anständig mit dem Schlauch ausgespritzt und sauber gemacht. Jetzt hat es hier rumgesaut, getropft beim Kippen. Aber gut, ich habe hier ein Stück Linoleum drunter. Ja, das war dann also die Versorgung hier. Ich werde gleich noch die Hähnchen nebenan versorgen und sicher gehen, dass da alles fertig ist. Und dann sehen wir uns nachher zur
letzten Aufgabe des Tages wieder. Willkommen zum letzten Akt des Tages. Dem Eier verpacken. Ich verpacke die Eier jetzt von gestern Abend. In der Regel mache ich das taggleich. Es kann auch sein, dass mal für 2 Tage die Eier auflaufen. Aber ganz einfach, dass ihr das seht. Die Eier, die ich gestern abgesammelt habe, werden jetzt verpackt. Dazu brauche ich Ruhe. Also wenn die Kinder um mich drumherum sind, funktioniert das nicht, weil ich mache natürlich beim Verpacken auch einen Bruchtest, weil ich nicht möchte, dass meine Kunden kaputte Eier kaufen. Und diesen Bruchtest mache ich nach Gehör. Vielleicht kriegt ihr das zwischendurch mit, vielleicht hört man das. Möglicherweise nicht. Ihr werdet sehen, die Eier, die tatsächlich kaputt sind, so dass da die Suppe rausläuft, die kommen hier rein. Das ist die Schüssel für den Hund. Also ich stelle die nicht hin für den Hund, der leckt die aus, sondern die kaputten Eier kriegt er dann in seinen Napf. Die Eier, die nur knacken und anknacken, die sammle ich hier auf der Seite. Das zeige ich euch dann nachher. Das sind die Eier, die ich dann koche und den Wachtelhähnen, aber auch den Hennen mit als Futter, als Zusatzfutter reiche, um die so ein bisschen zu animieren. Und natürlich die Eier, die heile sind, die landen hier. Das ist der Bruchtest. Wenn die Eier kaputt sind, entweder merkt man das, wenn ein kleines Loch drin ist, eine Druckstelle, oder man hört es. Das ist der Bruchtest, den ich mache. Dann mache ich noch einen kurzen optischen Test, ob sie soweit sauber sind. Es gibt manchmal Eier, an denen Blut dran ist. Und das ist nicht so toll. Die sortiere ich dann natürlich mit aus. Übrigens die Eier, die ich dann aussortiere, weil sie verschmutzt sind, diese Eier, die nur verschmutzt sind und nicht kaputt, die nutze ich dann zu einem späteren Zeitpunkt als Soleier. Und ja, am Ende des Tages, sprich, wenn ich die Eier so fertig geprüft habe, dann weiß ich auch, wie viele es waren und schreibe mir das auf. Aber jetzt will ich euch nicht weiter zulabern, guckt einfach zu. Ja, wenn das passiert, dann wasche ich mir hinterher die Hände, weil dieses Eiweiß, was man dann an den Fingern hat, so ziemlich klebt und unter Umständen auch dazu führt, dass man diese Schutzschicht an den Eiern durch dieses Klebrige, durch das Feuchte zerstört. Dieser Fleck, naja, nervig, weil ich es euch zeigen wollte. Diese beiden Blätter Küchenrolle wandern dann nachher ab. Da nehme ich das nächste Mal neue für. Ansonsten benutze ich das mehrfach. So, ihr Lieben, 71
72, 73, 74, 65, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 83 Eier. 83 Eier waren es gestern. Notieren tue ich mir das jetzt so. Hier sind die Eier, die alle heile sind und verpackt. Also ich notiere mir die komplette Anzahl Eier, sprich die 83. Notiere mir den Bruch nochmal extra dazu. Und die Eier, die ich schlussendlich... Ja, zum Glück ist kein Ei kaputt gegangen von den bereits verpackten. Das Einzige, was ich jetzt tun musste, war eine Packung komplett austauschen, weil Eiweiß reingelaufen ist und das nicht sehr schön ist. Ja, das sollte jetzt nicht der Belustigung dienen. Aber gut, ja, hier die Eier, diese 7 Stück, die angeknackst sind, aber nicht kaputt. Die werden gekocht und mit Samtschale zerkleinert und den Wachteln als Zusatzfutter gegeben. Und diese beiden, die nur verschmutzt sind, aber nicht kaputt, die kann ich abwaschen und dann als Soeier nutzen. Ja, jetzt wird das Ganze nur noch etikettiert. Ich habe Klebeetiketten, die auf die Packungen gehen, dann schreibe ich das Mindesthaltbarkeitsdatum drauf und dann war es das auch. Wir haben es jetzt 21.15 Uhr. In der Regel ja, ist mein Tag aufgrund der Eiersuche, Eierverpackung und Co. so um 21.15 Uhr, 21.30 Uhr. Es kann auch mal 22 Uhr werden vorbei und ja, dann darf ich mir das Feierabendradler gönnen. Wenn dir das Video gefallen hat, ein Samstag bei der Wachtelfarm, dann lass einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise, einfach unter das Video. Jetzt im Anschluss die Grüße an die Kommentatoren der letzten Tage und natürlich auch ganz herzliche Grüße an die Unterstützer via Steady HQ. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.